Ich habe euch versprochen, dass wir auch heute wieder nicht nur gemeinsam Gottesdienst feiern und ein Stück Himmel in unserem Leben genießen oder nachschauen, wie ein Stück Himmel in unser Leben kommen kann, sondern dass wir auch ein Projekt vorstellen, in dem es uns vor allem ans Herzensanliegen ist, ein Stück Himmel in die Stadt zu tragen, hier nach Frankfurt. Und ich habe neben mir zwei ganz besondere Männer eingeladen, Teil von dem zu sein, beziehungsweise wir sind zusammen im Gespräch gewesen und haben gesagt, hey, das wäre doch eigentlich super, das hier vorzustellen. Und zwar geht es um eine Aktion für Obdachlose. Bevor wir euch erklären, wie das so genau ist, und wir haben ein paar Bilder übrigens auch mitgebracht, genau, also ihr seht, es hat irgendwie was mit einem Nikolaus zu tun, es sind Ostereier darauf und es ist einiges auf der Straße passiert. Und Thomas, ganz kurz erzähl uns, wer du bist und wie du zur Kirchenaktion gekommen bist. Alle, die mich nicht kennen, ich heiße Thomas, alle anderen begrüße ich, die mich kennen. Ja, ich war obdachlos und bin Dezember 2015 zur KIA gekommen. Ich habe eine Familie und Freunde gesucht und beides in der KIA gefunden. Ja, und seit 2015 arbeite ich ehrenamtlich einmal im Monat im Grenis Coffee, gehe sehr oft ins Jugendzentrum und helfe dort mit. Und wie ihr seht, war ich der Nikolaus letztes Jahr und auch der Weihnachtsmann. Danke. Du hast allein dein Leben ist schon eine wunderschöne Geschichte, denn tatsächlich haben wir uns kennengelernt direkt hier vor dem Kino. Das ist nämlich dein Stammplatz, als du noch wohnsitzlos warst, saßt du hier und dann haben dich einige hier aus der KIA-Community kennengelernt, sind ins Gespräch gekommen, ihr wart zusammen essen und dann bist du eben hier mit hineingekommen und hast sofort angefangen, dich ehrenamtlich mit einzubringen und etwas zurückzugeben. Bis dann eben jetzt zur Adventszeit die Idee kam, naja, also gerade zu solchen Hochfesten, so im Advent und jetzt kommt ja auch bald schon Ostern, ist es eine Zeit, in der alleine auf der Straße zu sein sehr einsam sein kann. Und da hast du beschlossen, hey, wie wäre das denn, wenn wir etwas zurückgeben, wenn wir einfach Menschen eine Freude machen, die vielleicht nicht mit der Familie an Weihnachten, an Ostern, an Festtagen Zeit verbringen können. Also haben wir so eine kleine Tradition gestartet. Letztes Mal hast du dich in dieses wundervolle Kostüm gepackt und bist dann auf die Straße losgegangen. Wir haben Leute eingeladen, eine Gruppe zusammengestellt, jeder konnte dabei sein, haben Tütchen gepackt mit Süßigkeiten und mit Obst und haben dann als Gruppe zusammen mit dir als Nikolaus-Weihnachtsmann diese Sachen auf der Straße verteilt und zwar an den Orten, von denen du ganz besonders wusstest, wo es gut ist und wo wir viele finden. André, du warst Teil von dieser Aktion, du hast dich bereit erklärt, das mit zu unterstützen und du hast das auch auf eine ganz besondere Art unterstützt, du hast nämlich überlegt, was könntest du geben. Erzähl uns ein bisschen davon, wie das für dich war. Ja, also mein Name ist André Muth, wer mich nicht kennt. Und ich kenne die KIA auch schon etwas länger, seit einigen Jahren. Und ja, eigentlich war das so, ich sag mal, das war Zufall, aber auch gleichzeitig kein Zufall. Ich hatte nämlich, das waren wirklich 2-3 Tage vor dem Nikolaustag, bin ich hier vorbeigekommen und habe die Anemone gefragt, ob sie ein paar Schuhe gebrauchen könnte. Und da, da hat sie gesagt, ja, also jetzt nicht für sie. Ich habe ihr die Größen genannt, weil ich mache nebenbei, ich vertreibe Schuhe nebenbei in kleinen Größen und ich habe dann bestimmte Größe genannt und sie meinte, ja, dass sie kann auf jeden Fall was damit anfangen. Und dann habe ich gesagt, dann bringe ich die vorbei. Am Dienstag war das, glaube ich. Dann habe ich die 10 Paar vorbeigebracht und die wurden dann auch verteilt. Wir hatten am nächsten Tag dann ein Gespräch mit ihr und dann habe ich dich noch gefragt, ob du eventuell noch mehr Schuhe brauchst. Und du hast tatsächlich gesagt, ja, du kennst da jemanden, der Schuhgröße 41 hat, sorry. Und das wäre ganz gut, wenn ich noch einen Karton hier vorbeibringen könnte. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann bringe ich noch mal 10. Und dann habe ich noch mal 10 gebracht und die wurden dann wahrscheinlich auch alle verteilt. Ja, die haben reißenden Absatz gefunden.
Tatsächlich, also 20 Karton Schuhe hast du uns geschenkt. 20 Paar Schuhe, die wirklich warme, feste, gute, neue Lederschuhe waren. Also ganz hochwertige Dinge. Und war sehr dankbar, dass du gesagt hast, Mensch, ich habe hier so ein Geschäft und ich vertreibe Schuhe, aber ich möchte sie nicht nur vertreiben, sondern ich möchte eben auch 20 Stück verschenken. Und dann sind wir losgezogen und haben gemerkt, ja, es gibt viele, die haben eben nicht richtig gute Winterschuhe. Und da sind so ein festes Paar Schuhe einfach ein riesengroßer Segen und ein ganz tolles Geschenk. Also das hat Reis und Abseits gefunden und ist wirklich ein schönes Bild davon, dass wenn man so ein bisschen überlegt, was kann ich geben, das für andere wirklich ein ganz tolles Geschenk ist und jeder so ein bisschen was anderes mitgebracht hat und am Ende hatten wir da eine ganz, ganz tolle Aktion. Diese Aktion möchten wir wiederholen. Und auch wenn ihr beide sagt, hey, ich bin schon länger mit dabei und ihr seid richtige Profis, so laden wir alle ein, die dabei sein möchten, dabei zu sein. Egal, ob Profi oder nicht, ob ihr das erste Mal mit hier seid, ob ihr jetzt schon 100 Mal mit dabei wart, wir kommen alle zusammen und laden euch ein, Teil davon zu sein, nämlich am 10. April. Das ist kurz vor Ostern. Wir werden Blumen haben und werden wieder Kleinigkeiten haben. Wer etwas Besonderes geben möchte, kann das auch mit anmelden. Und so kommen wir zusammen am 10. abends in unserer Pipeline im Jugendzentrum und packen da unsere Geschenke und gehen nachher als Gruppe gemeinsam raus, um diese zu verteilen und eine Osterfreude zu bereiten. Wer Lust hat mitzumachen, einfach eine E-Mail an frankfurt@kirchenaktion.de und dann wissen wir, wen wir anschreiben und dann kann man da noch Details absprechen. Ganz lieben Dank euch, dass ihr da so mitgemacht habt und ganz lieben Dank, dass ihr das vorbereitet habt für den 10. April.